Hallo. Oh, falsch verdrückt. Hallo, wir sind Olaf. und Dirk und wir sind heute wieder voll im Netz. Tja, Chat, Olaf ist heute auf Fuhrde, macht Urlaub, aber keine Sorge, dem geht's, glaube ich, ziemlich gut. Trotzdem gibt es natürlich wie immer eine wunderschöne Episode voll im Netz. Und wir starten direkt in Berlin mit Matt West, weil natürlich Weihnachten war ja ein kleines Theme. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Zeit. Matt West hat euch so ein paar Weihnachtsgrüße gegeben. Merry Christmas and a Happy New Year from the Beyond. Dear Matt, I wish you a great New Year too. Michel, guck nicht so, okay? Das ist heute alles ein bisschen anders. Olaf ist nicht da. Darf ich endlich mal machen, was ich will? Ich habe auch Kabelsalat heute. Mann, ey. Gehen wir mal rüber zu den Powerwallis aus Düren. Die hatten ja so eine Weihnachtsaktion und so ein paar Spieler sollten ihre Weihnachtstradition präsentieren. Marcin Ernastowicz hat euch mal so die Gepflogenheiten aus Polen erklärt. Wir haben natürlich wieder die Outtakes bekommen. Hallo Leute, ich möchte. Ja. Aber wir machen etwas. Freiplatz zu lassen. Oh mein Gott. Übergeben die Geschenke und mein liebster Part, wir betrinken uns. Mein liebster Part, wir betrinken uns. Geil, ey, das fühle ich auf jeden Fall. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ohne Spaß. Ich habe dieses Video bekommen, das waren 2 Minuten, zusammengeschnitten schon. Ich glaube, er hat insgesamt eine halbe Stunde angeleitet von einer Dame mit einer Peitsche hinter der Kamera bekommen. Der arme Ernastovic, und ich vermisse wirklich seinen Schnurrbart. Sah großartig aus. Viktor Lindberg war auch sehr hype. War, glaube ich, tatsächlich wieder in seiner Heimat in Schweden zu Silvester. Welches Landschaft ist mest känd für das? Also ich gehe mal davon aus, dass seine Freundin daneben dran und sie denkt sich die ganze Zeit nur, ja, Victor, in dem Song gibt's so ein Part mit hier, pull out a ring and say marry me Juliet und so, ne? Naja gut, Victor will noch ein bisschen auf dem Markt bleiben. Ich hoffe mal, wir finden nicht seinen Tinder-Account in der nächsten Woche. Never have to be alone, I want you and that's super. Von meinem guten Kollegen aus KW, Daniel Wieland, haben wir ein kleines Bild bekommen von Björn André und von Georg Rosser. Also Takeaway Nummer 1. Es ist echt krass, wie schön Björn André im Alter geworden ist. Ich meine, da sieht er schon gut aus, jetzt sieht er noch besser aus. Und jetzt mal wirklich. Also schreibt jetzt bitte mal in die Kommentare von 0 bis 10. Wie besoffen ist Georg Rosser denn bitte? Ich würde ihm eine stabile 17 geben. Und jetzt gibt es natürlich nur noch eine Frage. Wer kann mehr trinken? Georg Rosser oder Olaf? Boah, ich habe einmal mit Georg richtig viel Rum-Cola getrunken. Das ist nicht gut ausgegangen für mich. Ich glaube, da schlage ich ihn nicht, auch wenn er mittlerweile ein sehr, sehr alter Mann ist, noch älter als ich. Bierchen würde ich mir zutrauen, ganz ehrlich. Georg, wie sieht's aus? Hast du Bock? Bleiben wir auch noch mal kurz in Düren und ich weiß auch nicht, so, die gewinnen momentan wieder, vielleicht werden sie Zweiter. Die fühlen sich in letzter Zeit ein kleines bisschen zu sehr für meinen Geschmack. Also wir haben jetzt erstmal den Part, ist auch bekannt, dass gerade Thomas Kotschian ein riesen Deutschrap-Fan ist. Und das ist jetzt scheinbar die Düren-Version. Also, ich muss zugeben, wenn ich Micha André in diesem Outfit sehe, dann wechsle ich mal schon die Straßenseite. Ansonsten habe ich bei dem Bild eher das Bedürfnis, mal so ein, zwei Zwickel rauszuholen und die denen vor die Füße zu werfen. Wollen wir eigentlich mal ein kurzes Update bekommen von Olaf, wie es ihm gerade geht? Wir haben mal wieder einen Tinder-Account gefunden. Und dieses Mal von einem Jungspund aus Haching von Juro Petrusic. Ich hoffe, er ist volljährig. Oi, guck mal an. 18 gibt er zumindest an sein Alter. Natürlich ein bisschen zeigen, dass man sportlich ist. Schön drahtig, kein Gramm Fett am Körper. Fragwürdige Entscheidung mit der Brille, würde ich eventuell mal behaupten. Und im Zweifel hält er dir auch noch den Regenschirm. Also ich würde sagen, ganz klares Anforderungsprofil. Sehr jung oder kranke Milfs. Eins von beidem. Olaf, was würdest du sagen? Wie gefällt dir das Profil? Und Juro, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir auf diesem Wege mal einfach Kontakt zwischen den beiden herstellen. Also Dalton, kümmere dich mal um den Jungen, der braucht Hilfe. Und dann haben wir natürlich auch noch die etwas männlichere Variante parat. Dalton Solbrick bei Bumble. Da ist jetzt für alles was dabei. Dalton Solbrick, wirklich ein Mann von Welt, sucht etwas Unverbindliches. Möchte aber irgendwann vielleicht auch gerne Kinder haben. Raus! Piss dich, Daniel, komm. Bei einer bevorstehenden Zombie-Akup. Oh Gott. Nochmal. Daniel, Mann, hört dich eh nicht, jetzt geh raus. Mann, was würde er bei einer Zombie-Apokalypse machen? Become a Zombie, let's give up and go get that brain. Sehr gut. Er ist schon wirklich ein großer Feini. Olaf, was würdest du sagen? Dalton, Alter, da muss ich mich erstmal in den Schatten setzen.
kann man denn so viele gute Sachen in sein Profil schreiben? Gerade dieses Hawaii-Ding. Ladies, was sagt ihr? Das ist nah an der 10, oder? Gut, dann machen wir's. Berlin feiert ja endlich wieder das Comeback im Bounce-Haus. Nach ein, zwei Corona-Fällen sind sie wieder zurück und wir wollen uns hypen. Und zwar mit einem alten Clip von Ben Patch. Ach so, wenn Ben Patch das macht, ist das süß, cool und erotisch. Und wenn ich im Büro blank ziehe, ist das sexuelle Belästigung oder was? Finde ich unfair. Ist es sexuelle Belästigung, Michael? Okay. Olaf, was geht bei dir? Good. Dalton Sorbick hatten wir gerade schon und dann wechseln wir doch mal so ein bisschen zum Mann der Stunde. Zuspieler aus Lüneburg, Joe Worsley, zum dritten Mal jetzt schon ins Team of the Week gewählt. Und da haben wir mal ein paar Clips für euch parat von seinem TikTok-Account. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Wir machen noch einen weiter, Joe Worsley, mit einem alten Kollegen in Friedrichshafen. I'm a Howley and I like Boto. I am a Howley and I like Boto. Ich glaube, das ist so ein kleiner Fall für Olaf ermittelt. Olaf ist leider nicht da, der ist gerade verhindert. Aber ich helfe gerne aus. Ich habe das Ganze mal nachgeschlagen und unter Howley habe ich Folgendes gefunden. Native Hawaiian, okay. Joe Worsley hat für Hawaii gespielt, das macht Sinn. Kommen wir jetzt zu Boto. Okay, ich habe es mir schon gedacht. In Filipino means penis. Okay, also hat er seinen Kollegen wirklich maximal verarscht. I'm a Howley and I like Boto. Nice. Da muss man auch einfach mal supporten und an der Stelle sage ich, I'm zwar not a Howley, but I like Boto too. Wird's zu wild heute oder was? Perfekt. Ein Clip aus dem Lockerroom haben wir für euch auch noch parat. Was? Warum bricht der Clip denn ab? Es wurde gerade gut. Scheiße. An der Stelle schalten wir noch ein letztes Mal zu Olaf. Es wird mir langsam zu viel mit den Clips. Das hat für mich, ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme kennt, das hat für mich langsam diese Wuhu-Vibes. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Und einen letzten haben wir dann auch noch von Joe Worsley. New Year's wurde auch noch mal ein bisschen gefeiert mit den Lüneburger Boys. Siehst du, Umberto, so geht das Sikerim, Alter. Nein, der Cringe. Dann haben wir hier noch mal ein kleines Bestätigungsvideo, das wirklich an Silvester durchaus getankt wurde in Lüneburg. Das sind richtig glückliche Gesichter. Aber nochmal zurück zu dem Thema TikTok bei Spontent. Also ich habe da noch ein Beispiel für euch. Michel, was war da los? War abgeliefert, hat er gerade gesagt. Aber dann wollen wir noch mal den Chef fragen. Olaf, was ist denn los mit unserem TikTok-Account da momentan? Naja gut, dann lassen wir das mal so stehen und wünschen jetzt Olaf auf jeden Fall weiterhin alles Gute beim Bier trinken. Denkt dran, auf dieser Seite weiterhin gerne mit Content zu supporten. Bloß nicht nachlassen, ne? Ist ganz wichtig. Und dann sind wir alle mal gespannt, was Olaf jetzt für ein Selfie von Foto posten wird. Bis zur nächsten Woche. Tschüss! Würde ich sagen, bis nächste Woche, wenn ich nicht mehr voll auf Foto bin, sondern nur noch voll im Netz in Düsseldorf.